Heute zeige ich, was Sie mit 3D-PDFs anfangen können. Wir haben die Datei hier im Dateimanager. Sie öffnen mit dem Doppelklick. Benutzen Sie bitte zum Öffnen den Adobe Acrobat Reader. Sie können das in der blauen Zeile oben überprüfen. Die Datei öffnet sich mit einem Vorschaubild und mit einem Klick auf dieses Bild erscheint Ihnen an der oberen Zeile eine gelbe Leiste und unter Optionen wählen Sie bitte diesem Dokument nur einmal Vertrauen. Bitte klicken Sie nochmal auf das Bild, eine Armbanduhr erscheint und nun haben Sie hier eine neue Steuerungsleiste, mit der Sie sich im Modell bewegen können. Ab diesem Moment ist das Modell dreidimensional zu sehen. Sie können mit der linken Maustaste das Objekt drehen, allerdings, wenn Sie heftig drehen, steht irgendwann das Gebäude auf dem Kopf und Ihnen wird schlecht. Um das zu vermeiden, gehen Sie bitte hier auf die blaue Kugel mit den vier Pfeilen und wählen Sie die zweite Einstellung, drehen horizontal. Ab diesem Moment bleibt Ihr Gebäude stehen, oben ist immer oben und das Haus fällt nicht mehr auf den Kopf. Was ich ganz gerne wähle, ist die Einstellung Modell Render Modus, schattierte Abbildung. Hier werden die Farben reduzierter dargestellt und Sie sehen das Gebäude dafür mit Kanten. Es werden die Architekturbauteile nun sehr deutlich sichtbar, Fenster, Balkon, Geländer. Und Gebäudekanten sind nun mit einer Linie deutlich hervorgehoben. Ich erkläre Ihnen noch kurz zur Navigation einige Dinge. Sie können mit der linken Maustaste das Gebäude drehen, rauf und runter, links und rechts. Sie können mit dem Scrollrad sich vom Objekt wegbewegen oder hinbewegen. Sie können, wenn Sie die Steuerungstaste drücken und die linke Maustaste bewegen, Seitwärtsbewegungen machen. Und so lässt sich in Kombination linke Maustaste und die Steuerungstaste sehr schön jeder beliebige Punkt um Ihr Gebäude erkennen. Eine interessante Funktion ist hier die Schnittdarstellung. Mit einem Klick auf dieses Kegelsymbol verschwindet der obere Teil des Gebäudes. Sie haben also jetzt einen Querschnitt, einen horizontalen Schnitt durch das Gebäude gelegt. Sie können zusätzlich hier unter Optionen Querschnitteigenschaften sich anzeigen lassen. Damit dieses Fenster nicht zu viel von Ihrem Bild verdeckt, schiebe ich das Fenster auf die Seite und hier haben Sie jetzt die Möglichkeit, die Lage dieser Schnittebene zu verändern. Mit dem Schieberegler Versatz bewegt sich die Schnittebene nach oben oder nach unten. Das geht leider etwas ruckartig. Sie können aber etwas feiner dosiert die Schnittebene mit der Prozent-Pfeiltaste rauf und runter bewegen. Ganz schön ist es, die Schnittflächen zu schließen. So, jetzt sehen Sie hier, wie wenn Sie mit einem Messer durch das Gebäude geschnitten hätten, in alle Räume des Gebäudes hinein. Dasselbe funktioniert natürlich auch in der anderen Richtung. Wenn wir die X-Achse aktivieren, können Sie auch hier sehen, die Schnittebene verläuft jetzt als Querschnitt durch das Gebäude. Und das ermöglicht hier zum Beispiel zu sehen, wie die Treppen hier angeordnet sind. Gleichzeitig lässt sich das Modell natürlich bewegen und beim Wechsel von X-Achse auf die Y-Achse, wir nehmen wieder unseren Schieberegler zurück, haben wir jetzt einen Querschnitt, allerdings in Längsrichtung des Hauses. Also mit diesen drei Achsen ist es möglich, jede beliebige Stelle Ihres Hauses zu sehen.
Ich schließe das Fenster, ich schließe die Schnittdarstellung und damit haben wir unser Gebäude wieder als Ganzes zu sehen. Sollten Sie sich irgendwo mal verlaufen haben oder Sie wissen nicht mehr, wo Sie sind oder das Objekt ist so weit weg, dass Sie es nicht mehr finden, dann können Sie mit diesem Häuschen in die ursprüngliche Darstellung zurück. Sie müssen dann allerdings hier wieder die schattierte Abbildung einstellen, damit es wieder so aussieht, wie es vorher war. So. Soweit fürs Erste. Ich hoffe, das war für Sie alles verständlich und hilfreich. Über Feedback freue ich mich. Schreiben Sie mir in die Kommentare. Danke sehr und bis zum nächsten Mal.